Gleich bei Tough Weekend die Hochzeitsprofiteure. Mit das alles gibt's gleich um 17 Uhr auf Pro7. Hallo und herzlich willkommen bei Tough Weekend. Seit Wochen haben alle auf diesen einen Tag hingefiebert und heute war es endlich soweit. Etwa 3 Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt haben zugeguckt, als Prinz Harry seiner Meghan das Ja-Wort gegeben hat. Warum diese royale Hochzeit alle anderen in den Schatten stellt, wir haben die Details für Sie. Ja, von so einer Viewing-Party mit Fascinator und Fahnen an der Wand komme ich auch gerade. Denn auf diese königliche Hochzeit heute hat sich wirklich die ganze Welt gefreut. Aber ein paar Menschen haben sich ganz besonders gefreut. Warum? Tja, weil sich mit dem jungen royalen Paar natürlich auch jede Menge Kohle verdienen lässt. Hier geht's um Millionen. Wer alles von der heutigen legendären Hochzeit profitiert? Hier sind unsere Top 5 der Absahner. So, kommen wir jetzt zur Hauptperson des heutigen Tages, die wunderschöne Braut Meghan. Die hat ja schon im Vorfeld zum heutigen großen Ereignis für viel Furore gesorgt. Die Amerikanerin hat zwar viele Fans, aber auch Kritiker. Und jetzt meldet sich ein Mann, der tief in Meghans Vergangenheit gewühlt hat. Und er behauptet, Meghan ist berechnend. Sie verfolge schon seit ihrer Kindheit nur ein Ziel, Prinzessin zu werden. Ja, wir haben uns das Ganze mal genauer angeschaut und gecheckt, was sich ab heute in Meghans Leben ändern wird. Ja, seit heute Mittag ist der begehrteste Junggeselle der Welt vom Markt. Prinz Harry hat seiner Meghan das Ja-Wort gegeben. Aber stopp, Mädels, kein Grund zu heulen. Es gibt noch genügend schnieke Prinzen da draußen. Und zwar Single-Prinzen. Die kennt ihr nur nicht. Naja, bis jetzt. Denn wir stellen sie euch jetzt mal vor. Schnappt euch doch einfach einen von denen hier. Na, da ist doch bestimmt einer für Sie dabei, oder? So, es gibt aber außer den Royals auch noch andere ziemlich gut betuchte Briten, die sich vor Geld gar nicht retten können. Zum Beispiel diese hochsympathischen Mädels hier hinter mir. Die schmeißen gern das Geld ihrer superreichen Eltern aus dem Fenster und prahlen stolz mit ihrem Luxus. Jeder kennt sie, viele hassen sie. Wir haben in London die zwei jungen Ladies getroffen, die sich selbst quasi als die Anführerin der sogenannten Rich Kids of London sehen. Aber wie lebt es sich eigentlich als so ein Rich Kid und was steckt hinter diesen Bildern? So, und hier bei Tough Weekend geht's gleich mit diesen Themen weiter. Ja, heute zur Feier des Tages gibt es bei uns auch wieder Megapreise beim Mega Tough Weekend Gewinnspiel abzuräumen. Gewinnen Sie mit ein bisschen Glück 1000 Euro Cash. Rufen Sie ganz einfach an unter 01379446000. Das Kennwort lautet Mega oder Sie schicken ganz einfach eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner heute noch zurück. Ich drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen und wir sehen uns gleich. Werbung. Ja, willkommen zurück bei Tough Weekend. Meghan bekommt als Prinzessin nicht nur eine strenge Schwiegeroma und jede Menge royaler Pflichten, sondern auch viele neue Untertanen. Und die sind teilweise ganz schön exzentrisch. Die einen, die leben als Einhörner und veranstalten legendäre Raves. Die anderen, die ernähren sich ausschließlich von Baked Beans und Toast oder tauchen in ihrer Freizeit im Schlamm. Wir haben uns auf die Suche nach den wohl abgefahrensten Inselbewohnern gemacht. So. Ist doch schön, dass es solche Leute gibt, sonst wäre es doch langweilig. So, bei uns gibt es jetzt wieder einen Megapreis beim Mega Tough Weekend Gewinnspiel abzuräumen. Gewinnen Sie mit ein bisschen Glück. Rufen Sie einfach an unter 01379446000. Das Kennwort lautet Mega. Oder Sie schicken ganz einfach eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner heute noch zurück. Also ganz viel Glück und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Tough Weekend mit der großen Frage, was haben denn die prominenten Hochzeitsgäste eigentlich dem Brautpaar geschenkt? Was stand da auf der Geschenkeliste ganz oben? Tja, das ist gerade für die Stars nicht nur bei einer Royal Wedding eine schwierige Angelegenheit, denn die Promis, die haben ja eigentlich schon alles, was man sich nur wünschen kann. Das macht die Geschenkeauswahl nicht unbedingt leichter. Vielleicht ist das der Grund, warum Superstars da gern auf komische Ideen kommen. Hier sind die skurrilsten Promi-Geschenke. Definitiv. So, viele weitere exklusive Infos, Interviews und Videos zur royalen Hochzeit gibt es übrigens bei den Kollegen von Sat1 auf sat1.de. So, jetzt habe ich noch einen weiteren Tipp für Sie. In der vierteiligen Model-Doku Let's Face Reality, vom Laufsteg ins Leben, werden Newcomer-Models und Influencerinnen auf ihrem Weg zum großen Erfolg begleitet. Wie schafft man es, für einen der internationalen Fashion Weeks gebucht zu werden? 7 ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, die gewähren sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Let's Face Reality zeigt
zeigt, wie es hinter den Kulissen aussieht. Weitere Infos und alle 4 Folgen finden Sie auf pro7.de/tv/Let's Face Reality. Und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Schauen Sie doch mal rein. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein wunderschönes restliches Wochenende. Wir sehen uns am Montag um 17 Uhr hier bei TAF. Also genießen Sie es. Tschüss. Schönes Wochenende.